Freunde, wir zeigen euch heute mal Mayas Memories. Wir haben damit so eine kleine Kiste gestaltet und ihr könnt damit so tolle Effekte erzielen, wie hier jetzt, dass man von mir aus 3 oder 4 Farbtöne hat. Und das geht wirklich ganz einfach zu machen. Wir zeigen es euch gleich mal. Wir hatten euch vor kurzem gezeigt, dass wir so eine neue Farbreihe gefunden haben. Mayas Memories. Das ist so ein geschlossenes System. Die haben Farben, die haben verschiedene Puder, die man damit einarbeiten kann, draufarbeiten kann. Und die haben verschiedene, wie sagt man da, Zusätze, die man noch einfügen kann oder benutzen kann, wie Wachs oder Härte oder was ist das andere, Primer. Einmal, das ist so ein Haftgrund. Wir zeigen euch jetzt nach und nach, was man mit welchem dieser Komponenten machen kann. Und also ich finde es cool, dass das ein geschlossenes System ist und jeder muss dann für sich selber entscheiden später, ob er nur die Farben benutzt, irgendwelche von diesen Zusätzen benutzt. Es gibt bestimmt für alle Sachen immer auch wieder eine Ausweichmöglichkeit im Baumarkt oder sonst wo oder vielleicht von anderen Firmen. Muss man entscheiden, ob man das günstiger kaufen kann oder möchte oder ob man das alles in dieser einen Serie nimmt. Ich bin immer dafür, das aus einer Serie zu nehmen, wenn alles komplett ist, aber muss jeder für sich entscheiden. Wir fangen dann heute mal an mit der Farbe. Das ist so das, was einen eigentlich am meisten interessiert, weil diese Farbe gar keine Farbe an sich ist. Von dieser Farbe gibt es ganz viele verschiedene Farbtöne, wie bei jeder Sorte Farbe, aber hier ist eben das Besondere. Ich überlege jetzt, welche ich aufmache. Diese rosa Korallpink hier. Damit wollte ich als nächstes arbeiten, also machen wir das auch als erstes auf, obwohl ich sie vielleicht alle aufmache. Da sieht man jetzt, dass das gar keine Farbe, keine angerührte Farbe in dem Sinne ist, sondern ein Pulver. Das Schöne an dem Pulver finde ich jetzt, dass dir diese Farbe auf keinen Fall irgendwann eintrocknen kann. Das stimmt. Kann jetzt irgendwie Feuchtigkeit ziehen, wäre jetzt das Einzige. Den nassen Deckel vergessen aufzusetzen. Aber eigentlich eintrocknen kann dir das nicht. Und du kannst eben oder hast eben lange was von dieser Farbe. Ich suche mir jetzt einen schönen Pinsel. Und diese Farbe wird jetzt einfach nur mit Wasser angerührt. Ganz einfache Sache. Wir nehmen uns hier einfach ein bisschen was raus. Jetzt musst du natürlich immer entscheiden, wie viel Farbe braucht ihr. Ihr könnt aber auch jederzeit wieder nachmachen, weil die Farbe ist ja in dem Ding hier drin. Ihr macht nur Wasser zu, also verändert sich der Farbton dadurch nicht. Jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser. Jetzt ist das immer mit meinem großen Ding hier ein bisschen Wasser und da muss man sich das einrühren. Manche machen das mit dem Stäbchen. Ich mache das gerne mit dem Pinsel, weil sich dann immer alles gut verteilt. Und dann soll das so eine dickflüssige Farbe werden. So ist doch. Ja, da müsst ihr eben immer gucken, dass es nicht runterläuft, sondern dass es eher tropft als läuft. Und dann haben wir eine Farbe, die man jetzt eigentlich auf saugende Untergründe nimmt. Also wenn ich gesehen habe, auf was sie gearbeitet haben, war das meistens Holz, Möbel und so weiter. Weil das ein saugender Untergrund ist. Papier saugt auch. Ja, auf Papier nimmst du das nicht, dafür ist die Farbe einfach zu teuer. Ach so. Das ist jetzt eigentlich zum Mixmedia oder für Möbel. Mixmedia Sachen gestalten oder Möbel halt. So, ich mache jetzt hier einfach mal so eine kleine Box. Die ist aus Holz. Da streiche ich jetzt erstmal die erste Reihe und Milk Paint. Ich habe mich immer gewundert, warum heißt das Milk Paint. Das ist jetzt eigentlich nur eine andere Bezeichnung für eine Chalky-Farbe, denke ich mal. Steht nirgendwo beschrieben. Wenn, dann steht das auf Griechisch. Ich krieg's nicht übersetzt. Man müsste das jetzt alle dann abschreiben, Wort für Wort, oder irgendwo abkopieren und sich übersetzen lassen. Aber da das so eine Kreidefarbe wird, im Endeffekt, denke ich mal, dass das eben Milk Paint bloß ein anderer, wie sagt man, eine andere Bezeichnung ist für Kreidefarbe. So. Ist jetzt bloß mal kurz zum Zeigen. So. Jetzt muss das natürlich wieder trocknen, wie jede andere Farbe. Und dann haben wir die erste Schicht Farbe. Für den unteren Teil der Schachtel probieren wir einfach mal eine andere Farbe. Nehmen wir hier diese Petrolblau, das fand ich auch schön. Man muss jetzt immer erstmal gucken, welcher Farbton einem da so gefällt. Man kann jetzt nicht alle Farben kaufen, das ist ja immer das Problem. Aber nach und nach. Aber nach und nach könnte man sich die zulegen. Und
Jetzt rühren wir uns das wieder ein. Wie gesagt, das ist immer wieder das Gleiche mit Wasser einrühren zu einer dickflüssigen Farbe. So, jetzt haben wir hier das Petrolblau. Das kann man jetzt an einer anderen Stelle verwenden oder ihr könntet natürlich auch übereinander schichten die Farben, so wie man das bei diesen Shabby oder Vintage Sachen halt macht. Kann man das hier streichen. Könnt es auch auf die andere Farbe drauf machen als zweite Schicht. Wenn die erste Schicht getrocknet ist, muss halt nur trocknen. Und wenn man das jetzt übereinander schichten möchte, gibt es da dieses Liquidwachs. Das kann man da drunter machen. Um dann solche Stellen zu haben, wo die Farbe nicht dran haftet. Haben wir früher mit Schleifpapier. Nee, mit Kerzenwachs gemacht. Hier haben wir jetzt dieses schöne Liquidwachs, dieses flüssige Wachs, um da so Stellen zu haben. Jetzt muss das natürlich auch wieder trocknen, dieses Wachs. Und dann zeige ich euch gleich mal den Effekt. Ich hoffe, das haut bei mir so hin, wie ich das hier sehen habe. So, ich habe jetzt das Wachs trocknen lassen, mit Hilfe von einem Föhn natürlich. Ihr könnt es auch in Ruhe beiseite stellen nach der ersten Schicht und dann weiterarbeiten. So, und jetzt machen wir die nächste Schicht drauf von der Farbe. Streichen jetzt hier praktisch die Kiste. So, und da die immer auf Griechisch reden und ich nicht verstehe, was die da so richtig sagen, ich sehe bloß immer, die wischen dann da so ein bisschen lang, dann gehen die nämlich über die Stellen, die sie vorher mit dem Wachs bearbeitet haben. Ich habe jetzt hier einfach ein Tuch mit Wasser, da kann man dann so ein bisschen lang gehen und die Farbe abwischen. Dann hat man solche Löcher in der Farbe, die ja aussehen sollen, als wenn das wirklich schon alt ist. Das ist jetzt wirklich eine Farbe, hier sieht man das auch, dass sie nicht so richtig deckend ist an allen Stellen, so soll das aussehen. Manche machen da ganz viele Schichten übereinander. Ich will euch jetzt bloß mal kurz zeigen, wie das so ungefähr aussieht. Und dann könnte man theoretisch die nächste Schicht drüber machen und dann machst du das Wachs eben auf einer anderen Stelle. Ich weiß nicht, ob wir noch eine andere Farbe machen. Machen wir einfach jetzt mal noch eine Farbe. Machen wir jetzt hier ein bisschen Wachs hin. Hier ein bisschen Wachs drüber. Und hier ein bisschen Wachs. Also das ist ganz toll für solche Möbelgestaltung und eben Mixmedia, ganz edel. So, dann probieren wir jetzt einfach die nächste Farbe aus, also nächsten Farbton. Jetzt haben wir hier dieses Grün. Braucht davon ja nicht so viel. Das Grün, wieder ein bisschen Wasser dazu. Grün wir das jetzt erstmal ein. So, dann haben wir den nächsten Farbton, den man drüber streichen kann. Muss man nicht, aber man kann jetzt zum Zeigen jetzt mal. Man kann jetzt mehrere Farbtöne drüber machen. Wir probieren mal hier einfach auch drüber nochmal zu gehen. Man kann auch ein bisschen drumrum streichen, wenn man die Stellen freilassen will, die man hier jetzt schon so hat. Theoretisch müsste das jetzt wieder theoretisch müsste sichtbar wieder werden, wenn er mit einem feuchten Lappen herüber geht. Wenn man wieder drüber geht, ich streiche einfach mal über. Ja, sei mutig. Ja, sei mutig. Hemmungslos. Mutig. Nicht hemmungslos. Nee, nur mutig. So, wieder trocknen lassen. So, jetzt nehme ich wieder einen Lappen mit Wasser. Einen feuchten Lappen. Feuchten Lappen. So, jetzt probiere ich wieder hier die Stelle frei zu rubbeln. Da geht es wieder ab. Da, wo das Wachs nicht gewesen ist, da bleibt jetzt das Blau. So haben wir jetzt hier überall Wachs hingemacht. Jetzt muss man ein bisschen überlegen. Genau, theoretisch kannst du jetzt überall rüber gehen. Kannst du jetzt, ja, überall rüber gehen und dann siehst du, das kommt genau. Jetzt von alleine. Genau, dann kommt nämlich da, das geht da wieder ab, wo man jetzt Wachs hatte. Und da, wo kein Wachs ist, bleibt das halt dran. Da ist nichts mit überlegen, einfach machen. Ja, einfach drüber wischen. Also doch hemmungslos. Und dann hat man nach und nach so eine Kiste hier mit
verschiedenen Farben. Als wenn sie schon tausendmal gestrichen ist. Wenn sie schon tausendmal gestrichen ist, ist schon cool. Also man kann damit wirklich schön spielen, schöne Sachen machen. Ich könnte doch hier noch irgendwo so eine braune Stelle. Wenn du die Stellen nicht wiederfindest, wo du jetzt mal gestrichen hattest, also dieses Wachs mal hattest, meine Güte, das wird immer anders als man denkt. Man braucht immer einen Plan. Wenn du da so vollflächig rübergehst, kommt alles zum Vorschein. Kommt alles so zum Vorschein. So, und dann haben wir jetzt hier unten dieses Rosa, dann dieses Blau und oben drauf dieses Grün. Also die Farben sind schon cool. Du kannst damit wirklich schön spielen. Das wäre jetzt erstmal zu den Farben, was ich sagen wollte. Eine Besonderheit bei den Farben ist auch noch, ihr könnt natürlich alle Farben miteinander mischen und ihr könnt auch den Farbton, den man jetzt hier hat, dieses Grün, was ich ja eben schon mal eingerührt hatte, ein bisschen heller machen noch oder eben dunkler mit Schwarz. Wenn man Schwarz einrührt, kann man heller machen mit diesem, was ist das hier, Leinen oder von mir aus ein Weiß. Ich habe jetzt hier Leinen ausgesucht, das habe ich so gesehen bei verschiedenen Griechischen, die das so gemacht haben. Und dann hast du nämlich ein helleres Grün, als du jetzt zu Anfang hattest. Also hier wieder Wasser rein. Du kannst auch, wenn du jetzt Rot und Grün zu Braun mischen. Kannst du auch. Du kannst alle Farben untereinander mischen. Oder ich fand eben toll, dass du den Farbton, den du jetzt hier praktisch hast, noch wieder heller machen kannst, um noch eine nächste Schicht heller zu arbeiten eben. Dann wäre ja günstig, wenn alle Grundfarben. Theoretisch ja. Aber eigentlich ein Schwarz von mir aus noch dazu. Rot, Grün, Gelb. Und Nein. Schon kannst du fast alles mischen. Ja. Aber ein Dunkle, das ist ja nicht schwarz, das nennt sich ja... Na ja gut, die Farben sind, also wie die genannt werden, ist ja nun relativ. Aber da gibt es so ein Schwarz, damit kann man praktisch die Farben dunkler mischen. Und du kannst eben mit diesem Leinen oder Weiß... kannst du die Farben noch wieder heller machen, als sie im Ursprung sind. Und dann habe ich jetzt hier ein Grün, was jetzt heller ist als dieses. Ich wollte gerade sagen, hast du eine Vergleichsfarbe? Ja, ist natürlich, also fand ich cool. Ist wie bei allen anderen Farben auch, dass man die halt mischen kann. Kannst du jetzt hier mit dem Puder auch machen. So, fertig. Zeig die dunkle nochmal. Ja. Zeig die helle nochmal. Ja. So. Ist ja nun noch nicht trocken. Das wird ja noch heller, wenn es jetzt wieder trocknet. Ich kann es ja noch schnell trocknen. Da ich ja nur kein richtiges Reihenweiß genommen habe, sondern dieses Leinen so ein bisschen grau ist, wird der Farbton auch so ein bisschen grau. Hier haben wir jetzt dieses Grün an sich und hier ist es so ein bisschen grauer, aber trotzdem eben heller. Grau finde ich gut, weil man das halt für Vintage sieht eben schön aus, wenn das grau irgendwo ist. Ja. Also das ist wirklich ein ganz toller Effekt, den man mit diesen Farben erzielen kann. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich damit irgendwas mache. Und vor allem die Sachen, die ich gesehen habe, fand ich ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob man das mit anderen Farben so hinbekommt. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Farben mir zuzulegen. Und vor allem auch die ganzen Zubehörsachen. Und wir zeigen euch im nächsten Video eine neue Variante, also ein neues Teil aus dieser Serie. So rum.